dass das Fragezeichen wichtiger ist als das Ausrufezeichen. Und ich habe das Gefühl, bei Twitter benutzen sie immer nur das Ausrufezeichen. Und mir ist das Fragezeichen viel wichtiger. Sich mit negativen Dingen zu beschäftigen, frisst dich nur auf. Und es hilft dir bei nichts, außer dich selber und dein Mitleid und damit dein eigenes Ego noch mal mehr darin zu bestärken, dass es sich ja alles nur um dich dreht. Aber auch wenn ich, keine Ahnung, Künstler musikalisch nicht mochte oder ich den vielleicht auf eine gewisse Art und Weise im ersten Eindruck vielleicht sogar unsympathisch fand, hat es mich trotzdem nicht daran gehindert, ihn kennenlernen zu wollen, um zu verstehen, warum ist er eigentlich so, wie er ist und warum ist die Musik so, wie sie ist. Weil ich mir denke, ey, ich bin doch einfach nur dankbar dafür, dass ich mich hinsetzen darf und ein Interview machen kann oder meinen Job machen kann oder kreativ das machen kann, was ich will und es offensichtlich Leute interessiert. Ich finde, das darf man noch nie vergessen, wenn man, egal was man macht und egal wo man hingeht in seiner Karriere. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, nie getrunken, keine Drogen. Ich bin krass fokussiert auf alles. Ich weiß jetzt ganz genau, wo ich in 10 Jahren sein möchte. Ich weiß, wo ich in 2, wo ich in 5 Jahren sein möchte. Ich weiß aber auch, was hinter mir ist. Und alles trotzdem immer in einem Moment von Dankbarkeit und Relaxedheit. Ich bin dankbar dafür, dass ich auf dieser Welt geboren bin. Und ich bin dankbar dafür, dass ich schon so viel von ihr sehen konnte. Aber ich will die verdammte ganze Welt sehen. Und das ist der krasseste Moment in meinem Leben gewesen. Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Nico Backspin begrüßen. You all think small, I think biggie. I'm not a businessman, I'm businessman. Du bist Inhaber der Marke Backspin, Moderator, Host, Journalist, arbeitest für Arte, den NDR, hast auch mal für die Zeit geschrieben, produzierst Videos, diverse Kampagnen, wie beispielsweise den Werder Bremen Trikot-Lounge. Im Endeffekt bestehst du durch deine Vielseitigkeit aus den Bereichen des Gamings, des Hip-Hops und des Sports. Um diese Varianz noch weiter zu verstärken, nenne ich dazu Markenbotschafter NFL, Stiftungsbeirat bei Viva Con Agua. Und du bringst mit Porsche deine Liebe zum Hip-Hop in andere Welten. Kurz zu Backspin. Backspin ist eine Marke, die zu Hip-Hop gehört wie Rap, Breakdance, Graffiti und DJing. Gegründet als Magazin im Jahr 1994 und nach mittlerweile 100 Ausgaben stehen heute ebenso die Bereiche Backspin TV und die eigene Website sowie das Radioformat Backspin FM für eine umfassende Berichterstattung über die größte Jugendkultur der Neuzeit. Backspin ist Hip-Hop. Hallo Nico, schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Moin und danke, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für dieses schöne Intro. Es klingt schön, wenn man mal zuhören darf. Ja, sehr, sehr gerne und das mache ich sehr, sehr gerne, das auch dann selbst zu schreiben, weil ich dadurch ein bisschen Verbindung schon mal im Vorhinein aufbauen kann und ich bin schon gespannt, was unser Dialog ohne Masken hier so bringen wird und was der so ja für Inhalte zeigen darf. Genau, wir beginnen direkt mal mit einer kleinen Frage zu der Einleitung und zwar zu diesem Porsche-Bereich. Also jetzt haben wir ja erzählt, pass auf, du bringst jetzt mit Porsche deine Liebe zu Hip-Hop in andere Welten. Was heißt das eigentlich? Weil viele, die das jetzt hören, werden jetzt sagen, hä, was ist das denn jetzt wie in andere Welten? Was bedeutet das? Weißt du, das Ding ist, ich bin Hip-Hop-Journalist aus Passion geworden. Ich habe eine große Liebe für Hip-Hop schon, seitdem ich denken kann eigentlich. Irgendwann als kleiner Junge habe ich damit Kontakt aufgenommen und habe es dann auch zu meinem Beruf machen können über die Zeit. Das dreht sich natürlich irgendwann im Kreis, wenn du alle Künstler mal interviewt hast und wenn sich der Markt auch verändert. Und da gibt es aber hier und da mal Möglichkeiten, wo eben auch aufgrund des größer werdenden Interesses an Hip-Hop sich Partner melden und sagen, ey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und da gibt es halt so eine schöne Cinderella-Geschichte, die ich deshalb auch gerne immer nach vorne hole, wie in diesem Fall das Back-to-Tape-Projekt, das ich mit Porsche gemacht habe, die eigentlich mal auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir würden gerne dich als Hip-Hop-Journalist mal begleiten und wir mal gucken, wie du eigentlich arbeitest. Hat jetzt gar nicht so viel mit Autos zu tun, aber wir sind neugierig. Mhm. Und daraus ist dann während des Prozesses dieser Produktion quasi entstanden, okay, wir müssen einen Film draus machen, alles klar, krass. Dann, oh, lass mal einen zweiten Film draus machen und dann, oh, lass mal ein Buch draus machen und das bringen wir jetzt gerade raus oder ist jetzt gerade, je nachdem, wann wir hier ausstrahlen, veröffentlicht worden. Und das wird weitergehen. Und das Schöne daran ist, dass so eine Marke wie Porsche an der Stelle gesehen hat, ey, Hip-Hop ist irgendwie spannend, wir haben da eine Botschaft und da ist irgendwie was drin, das ist mehr als nur das, was wir vielleicht musikalisch an der Oberfläche sehen und ein Typ, der diese Geschichten erzählen kann und sie geben mir den Raum. Und das ist das Schöne, weil ich damit nämlich an bestimmten Stellen meine Hip-Hop-Liebe, die irgendwann in den 80ern, 90ern entstanden ist und ich mir bis heute immer wie so eine Blume beschütze, dort Leuten zeigen kann und das vielleicht auch mit etwas verbinden kann, was auf den ersten Blick gar keine Brücke hat und dann aber auf der anderen Seite so viel Mut zu haben, mich machen zu lassen, das macht mich dann immer stolz und glücklich und das ist so dieses, das in andere Welten bringen, weil ich damit vielleicht auch mal einem ganz simplen Fan von Porsche
zeige, dass gar nicht so weit herbeigeholt, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört, es schon Parallelen gibt, die man irgendwo aufmachen kann und erklären kann, wie Hip-Hop funktioniert. Und das ist ehrlicherweise dann so wie mein Credo, das ich so nach Jahren habe, was mir wichtig ist, was ich in die Welt tragen möchte. Bei der ganzen Vielseitigkeit, die du so hast und auch zeigst, vor allem mit dem, was du tust, was ruft so in dir? Was ist so dein Ruf in dir? Ich glaube, es ist am Ende dieses immer wieder was Neues entdecken. Ich bin neugierig. Ich möchte Menschen kennenlernen. Ich bin mein ganzes Leben lang auch total unvoreingenommen Leuten gegenüber gewesen. Natürlich habe ich Vorliebe und Abneigung. Aber auch wenn ich, keine Ahnung, einen Künstler musikalisch nicht mochte oder ich den vielleicht auf eine gewisse Art und Weise im ersten Eindruck vielleicht sogar unsympathisch fand, hat es mich trotzdem nicht daran gehindert, ihn kennenlernen zu wollen und zu verstehen, warum ist er eigentlich so, wie er ist und warum ist die Musik so, wie sie ist. Und das treibt mich an, seitdem ich mich dafür entschieden habe, was ich auch nie studiert habe, sondern einfach aus einem Lebensweg abgebogen und gesagt, so ab jetzt mache ich das, das immer weiterzuführen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich liebe Hip-Hop. So. Aber ich sage immer, ich habe mehr Ahnung von Fußball als von Hip-Hop. Und ich gelte als, sagen wir mal so, ein Hip-Hop-Journalist, der schon vielleicht ein bisschen Fußstapfen hinterlassen hat. Und trotzdem weiß ich, da ist noch viel mehr Welten so. Und jetzt habe ich von Gaming nicht ganz so viel Ahnung, aber ich zock mit Leidenschaft so. Ich bin sportfasziniert seit meiner kleinen Kindheit. Ey, ich habe als Fünfjähriger vom Fernseher gesessen und habe jedes Jahr Vierschanzenturnier geguckt oder Olympische Spiele, Turmspringen und Eiskunstlauf. Ich habe alles geguckt. Ich liebe das alles und ich bin genauso neugierig in diesen Welten. Und ich habe es geschafft, beruflich mich so zu positionieren, dass ich das machen darf, was ich möchte. Ich bin nicht gezwungen zu Dingen und das treibt mich immer wieder. Okay, ich bin neugierig, ich kann eine neue Welt entdecken. Natürlich werde ich sofort auch irgendwie, ich denke sofort Agentur spreche in Cases, weißt du, dass ich sofort überlege, okay, wie könnte das Projekt aussehen, was könnte man daraus formen? Okay, ich habe Bock auf diese Welt da. Wen muss ich mitnehmen, damit wir das auch vielleicht zu einem Job machen können? Und trotzdem ist es immer wieder diese Freiheit, sich wieder neue Welten und neue Themen und auch neue Personen irgendwie zu erschließen. Dann habe ich jetzt ein Rapper-Interview und aus dem vielleicht Dinge heraushole, die man vielleicht sonst so nicht gehört hat. Da ist kein Unterschied zu einem Sportler, zu einem anderen Musiker, Schauspieler, vielleicht sogar Politiker. Und das habe ich partiell schon mal gemacht. Da ist aber noch sehr viel Raum, den ich auf jeden Fall noch erobern möchte. Ja, sehr cool. Dann ist ja dieser Podcast im Endeffekt etwas, was ja so diese Tendenz ja auch anspricht, ne? Ja, das kann sein. Ich bin mal gespannt, was noch auf mich zukommt. Ich habe ja schon so ein bisschen mir das angeguckt. Ich bin gespannt auf die Fragen. Es ist ja auch so, ich halte mein Privatleben ja schon auch immer raus. Und das ist auch eine Regel, die ich früh gelernt habe. Und trotzdem kann ich, glaube ich, ich bin mal gespannt, wie weit du mich hier kriegst heute. Ja, also mein Lieber, dann starten wir direkt mal mit der ersten Hauptfrage. Und zwar geht es um das Thema Dankbarkeit. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Und vor allem, wenn du mal ganz weit von Dankbarkeit entfernt bist, das heißt, wenn du mal in so einer Situation bist, wo du eher so abgefuckt bist, wie erinnerst du dich wieder an so dankbare Dinge im Leben? Ich habe ein Grundcredo und das gilt schon mein ganzes Leben und das hat auch mit privaten Schicksalsschlägen zu tun, die in meinem Leben passiert sind. Das Glas ist immer halb voll und ich bin, das klingt dann schon ein bisschen pathetisch, eigentlich auch immer dankbar dafür, dass es halb voll ist, so, weil ich diesen Blick darauf so habe, dass ich weiß, klar, es geht vielleicht besser so an einer Stelle. Vielleicht könnte ich schon schneller an dem Punkt sein. Vielleicht ist gerade der Weg, den ich gehe, ein falscher oder so. Oder vielleicht ist auch die Situation, ich meine, wir sind in einer Corona-Pandemie. So, klar ist das Kacke. Aber ich kann, und das habe ich irgendwann gelernt. Und da, wie gesagt, das sind so Dinge in meinem Leben passiert, die mir dafür die Augen auch geöffnet haben, dass ich lamentiere nicht. Ich habe keinen Bock darüber, Energie zu verschwenden, warum jetzt Dinge kacke sind. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in diesem Land, in dieser Gesellschaft und unter diesen Möglichkeiten leben kann, dass ich gesunde Menschen um mich rum habe in meinem Umfeld. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meinen Job machen kann, den ich machen kann, dass mir all diese Möglichkeiten stehen. Und ich glaube, das holt mich auch mal wieder runter. So, weißt du, wenn du unterwegs bist und auf einmal Leute dich ansprechen und zu dir sagen, du bist doch und so und hast doch das gemacht, dann ist das für mich immer noch hier und da ein bisschen überraschend, weil ich mir denke, ey, ich bin doch einfach nur dankbar dafür, dass ich mich hinsetzen darf und ein Interview machen kann oder meinen Job machen kann oder kreativ das machen kann, was ich will. Und es offensichtlich Leute interessiert. Ich finde, das darf man noch nie vergessen, wenn man, egal was man macht und egal wo man hingeht in seiner Karriere.
Gibt es irgendetwas, dass du dich daran auch aktiv erinnerst? Also gibt es irgendwas, was du mal dir nur angucken musst oder zu dir sagen darfst oder so, dass du sehr schnell in dieses Gefühl reinkommst? Ich glaube, das habe ich eigentlich also unterbewusst wahrscheinlich jeden Tag. In dem Moment, guck mal, ich mache meinen Kalender auf und dann plane ich den. So, dann weiß ich, was ich da über alles reinschreibe. Und dann merke ich, okay, der Kalender ist verdammt voll. Und es gibt, also gerade so, als noch mehr Reisen möglich war, war es noch schlimmer. Also wir haben jetzt einen guten Termin gefunden, ne? Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber keine Ahnung, wäre das jetzt im, sagen wir mal, November oder du hättest im Oktober 2019 gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich für Januar 2020 einen Termin geben können, weil es einfach nicht gegangen wäre. Mhm. Und dann sitze ich da und dann bin ich natürlich auch kaputt und komme nach Hause und es ist alles anstrengend und trotzdem merke ich, Alter, du darfst jetzt nicht in einer Sekunde irgendwo meckern, weil du wirst dafür bezahlt, dass du entweder mit dem Auto von A nach B fährst, um Rapper zu interviewen oder dass du über Fußball redest oder dass du hier ein Gaming-Event veranstaltest oder dass du dort eine Reportage über Sneaker in Paris machen darfst. Also wenn du an irgendeiner Stelle, Nico, auch nur ansatzweise der Meinung bist, du solltest dich über irgendwas beschweren, guck mal ganz kurz in deinen Kalender, guck auf das, was du gemacht hast und dann halt die Klappe. Aber ist ja cool, weil das ist ja schon eine Vorgehensweise. Also das zeigt ja schon, wie du das machst. Also wenn jetzt jemand mal genau hinhört, dann ist es schon, ey, was sagt der da eigentlich zu sich? Wie redet er mit sich selbst? Das ist ja schon es ist ja schon eine Art Tool. Das würdest du vielleicht gar nicht so sehen jetzt, aber letzten Endes ist das, so machst du das. Also so achte ich auf Dinge. Ich hab so über die Zeit gemerkt, dass ich ganz viele Dinge nicht bewusst, sondern irgendwie aus so einem Bauchgefühl heraus mache, die aber alle so ein bisschen mit einer schon Lehre zu tun haben, die man an irgendeiner Stelle vielleicht so nachlesen kann, so die Grundregeln für dein Leben, diese Motivationsbücher, all so ein Kram, das es da draußen immer gibt. Und ich merke ganz oft, dass da viel ich davon mir wahrscheinlich selber über die Zeit beigebracht habe. Und auch so, ehrlicherweise, ich lebe nach so einem bestimmten Grundcredo und wahrscheinlich könnte ich jetzt auch mit dir hier so 5, 6 Grundregeln aufstellen, die ich dir erzählen könnte, nach denen ich quasi durch den Alltag gehe. Die vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch klingen, aber sie helfen mir, genau dieses Korsett zu bauen, was vielleicht andere über Motivationsbücher brauchen, um ihren Alltag zu organisieren, zu strukturieren und sowas alles. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, nie getrunken, keine Drogen. Ich bin krass fokussiert auf alles. Ich weiß jetzt ganz genau, wo ich in 10 Jahren sein möchte. Ich weiß, wo ich in 2, wo ich in 5 Jahren sein möchte. Ich weiß aber auch, was hinter mir ist. Und alles trotzdem immer in einem Moment von Dankbarkeit und Relaxedheit. So, vielleicht ist es. Ich glaube, es kommt so automatisch über die Zeit, dass du lernst, mit den Situationen umzugehen. Schau mal, du machst ja Sachen jetzt aus Versehen quasi in Anführungszeichen, wo andere wirklich tatsächlich irgendwelche Motivationsbücher lesen dürfen oder müssen. Und du machst es einfach. Und wenn man dir jetzt mal genau zuhört, schon jetzt direkt am Anfang, hört man ja schon so Rezepte raus, ne? Und das finde ich halt mörderinteressant. Du denkst das vielleicht gar nicht oder du nimmst es vielleicht auch gar nicht wahr. Aber wenn ich dir jetzt einfach zuhöre, merke ich sofort, ey, das ist ein cooles Rezept vielleicht. Wie redet der mit sich selbst eigentlich? Auch wenn das ein bisschen komisch klingt, ne? Ich glaube, das gehört aber für mich ganz normal dazu. Mhm. Immer ein bisschen erden, immer ein bisschen ein realistisches Gefühl für die Situation zu bekommen. Ey, es gibt selbst in ganz normalen Dialogen über, keine Ahnung, ich mache einen Fußball-Podcast mit einem Ex-Rapper oder ja, Rapper Pillard heißt der. Und der heißt Wichtiges auf dem Platz. Das mache ich so nebenbei als Hobby quasi. Auch ein Projekt, auch wo wir einen Partner haben und wo sich was entwickelt. Und das ist schön, aber ich mache es, weil ich über Fußball reden will. Und das ist eigentlich eine hochemotionale Sache zwischen uns beiden. Und manchmal komme ich selbst da an Situationen, wo ich dann ganz sachlich und klar die Dinge analysiere, was überhaupt nicht ins Format passt, weil ich mich selber dabei ertappe, dass ich überall irgendwie auch von einem Moment auf den anderen mich in eine Situation begeben kann und dann von dem Blickwinkel aus betrachten kann, wo sind wir, wo geht der Weg hin? Weißt du? Also das ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das mache ich schon mein ganzes Leben lang immer so, mich in andere Personen auch hineinversetzen und nicht nur, guck mal, ich wollte nie Hip-Hop-Journalist sein, der den ganzen Tag in seiner Hip-Hop-Bubble sitzt und dann nur über Hip-Hop redet und am Ende darin versauert, weil er nicht mehr versteht, dass es da draußen noch eine Welt gibt, sondern in allem, was ich mache, will ich immer raustreten können und von außen auf das gucken können, was ich mache. Ich lese mir keine YouTube-Kommentare durch, weil mir es egal ist, was mir irgendwie ein 15-, 25-jähriger anonymer YouTuber erzählen will, was ich falsch gemacht habe.
ich habe Leute, die mir das sagen, aber ich achte vor allen Dingen auf mich selber und ich bin mein härtester Kritiker. Und das lasse ich mir justieren von Leuten, die mich kennen und die mir sagen, ja stimmt, da war cool und da war nicht cool. Aber wenn mir irgendeiner erzählen will, an der Stelle hast du aber das und ich weiß, nee, das ist totaler Bullshit, was du da erzählst, dann bringt mich das nicht weiter. Nico, jetzt bist du ja schon so variantenreich unterwegs und hast ganz, ganz viele Talente nun mal auch in dir, weil sonst könntest du so viele Dinge ja auch gar nicht machen. Welche Superkraft, welche Superkraft würdest du dir aussuchen, wenn du morgen mit einer neuen aufwachen könntest? Oh, es ist Telepathie, würde ich sagen. Ich bin dankbar dafür, dass ich auf dieser Welt geboren bin und ich bin dankbar dafür, dass ich schon so viel von ihr sehen konnte, aber ich will die verdammte ganze Welt sehen. Ich will Menschen kennenlernen, ich will überall, ich will sie sehen, ich will wissen, wie sie leben, ich möchte Zusammenhänge verstehen. So, das ist mir super wichtig und ich glaube, das wäre das Wichtigste für mich. Weil nur das, guck mal, sowohl klassisch Hip-Hop ist als Kultur so aufgebaut, dass du dir alles nimmst, was es da draußen gibt, machst was Neues draus, dementsprechend offen bist du dem Ganzen da draußen und nimmst es als deine in deine Mixing-Kultur mit rein und B, sind Menschen für mich das Spannende. Und ich durfte, keine Ahnung, für ein ganz anderes Projekt mal in Haiti in Slums Ärzte begleiten. Und das sind die Momente, die mich auch immer wieder erden, die mir klar, ey, da ging es um eine bestimmte Art von ärztlicher Versorgung. Und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind an, in dem Slum, mit einer anderen Krankheit. Die konnte aber von diesem Arzt nicht versorgt werden. Das heißt, sie war da eigentlich umsonst hingegangen und die hat Geld in der Hand, steht mit dem kleinen Kind in der Hand, das hat hier so drei Pusteln auf dem Arm und zeigt zu mir und will mir das Geld geben, damit ich das Kind behandeln kann. So, das macht dich kaputt. Und dann fängst du nicht darüber an zu lamentieren, ob du an der Ampel in Hamburg jetzt schneller sein musst oder darüber pöbelst, dass der andere vor dir zu langsam fahren ist. Scheiß drauf, Alter. Ist okay, ja, hier, fahr los, Parkplatz check ich dir. Ist alles cool so, Alter. Finde mal deinen Punkt in der Welt und versteh mal, wo du stehst. Könnte der Podcast-Titel sein. Gefällt mir schon. Sag mal, wo würdest du dich denn hinbeamen oder teleportieren? Als allererstes, überall. Wenn du könntest. Ja, wo willst du sofort hin? Also als allererstes. Da bin ich aber ganz, also da wäre ich jetzt ja dann auch privat, ne? Mhm. Ich glaube, das, was mich am meisten, also es gibt so, natürlich treibt Hip-Hop mich an, aber was mich da rein privat konsumtechnisch auch sofort antreiben würde, das wäre der erste Impuls, wären Sportveranstaltungen. So, ich wollte schon immer in meinem Leben, das werde ich auch noch machen. Habe ich noch nicht gemacht. Ich möchte gerne einmal eine Reise machen, der fliegt nach Brasilien. Und dann fliege ich zwischen Rio und Buenos Aires hin und her, esse die ganze Zeit nur Steaks und gucke Fußballspiele. Zwei Wochen lang. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder auf irgendeine Karibikinsel und einfach mal, weil mein Leben ist so voll und so viel, dass ich selten zur Ruhe komme, da einfach am Strand liegen und die Welt angucken und denken, ja, so. Ich habe diese Orte schon hier und da mal gefunden. Es gab immer mal so Momente, wo ich das hatte. Und da würde ich, glaube ich, wieder hinfliegen oder einen ähnlichen Ort suchen. Genial. Gibt es etwas in deinem Leben, was du in der Vergangenheit gerne verändern würdest? Also wenn du eine Sache in deinem Leben oder in der Vergangenheit generell ändern könntest, welche wäre es? Pass mal auf. Hip-Hop-Klischee, ein Zitat von Corae, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Stimmt auch. Und trotzdem gibt es bei mir so zwei Punkte, über die ich immer so ein bisschen nachdenke, die ich aber auch trotzdem, also die, das wäre, dann wäre ich ja trotzdem nicht hier. Aber mir wurde ein sehr, sehr hohes Fußballtalent nachgesagt. Ich hatte nur niemanden, der mich dahingehend fördert. Ich hätte vielleicht gerne mal diese Chance mal ausprobiert. So dieses Probetraining bei Werder Bremen, das ich angeboten bekommen habe, dass ich das auch annehme und nicht hingehe, weil ich Angst habe, davor zu scheitern. Und dass ich andersrum meine Liebe für Hip-Hop mit, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang der 90er für mich entdeckt habe, aber erst in den 2000ern gemerkt habe, dass ich auch was dazu beitragen kann und meine Rolle da spielen kann für die Kultur, ohne dass ich jetzt rappen muss oder so oder illegal Züge, Trains bomben oder so. Das ist interessant, ne? Dich hat davon abgehalten, da zum Training zu gehen, weil du Angst hattest zu scheitern? Ja, 100%. Du brauchst schon Umfeld. Du brauchst schon immer so ein bisschen Umfeld, wenn du jung bist, das dich ein bisschen so formt. So. Mhm. Und ich bin sehr geprägt worden, was bestimmte, auch heute, Dinge und Pfeiler in meinem Leben betrifft.
Aber ich hatte jetzt niemanden, der gesagt hat, junger Padawan, komm, wir fahren jetzt mit dem Auto dahin und dann sitze ich mal auf dem Trainingsplatz. Vielleicht hätte es ja trotzdem nicht geklappt. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem gescheitert. Aber ich hatte zumindest diese Erfahrung genutzt. So. Mhm. Und ich glaube, das ist der eigentliche Kern da drin. Heute, gib mir ein Flugticket oder gib mir irgendwie eine Möglichkeit. Ich bin da. Wir machen es. Wenn ich es spannend finde, bin ich da. Und früher habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht, oh, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Was bedeutet denn das? Vielleicht ist genau dieser Punkt, der dich so ein bisschen ärgert, wo du sagst, ja, was wäre gewesen? Vielleicht machst du aus diesem Grund alles jetzt dann einfach so. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch, guck mal, ein ewig werdender Hunger, den ich in meinem Leben habe, den möchte ich nicht mehr missen. Und der ist in der Jugend und in der Kindheit geprägt worden. Und natürlich auch durch Möglichkeiten, die ich nicht erschlossen habe. So. Hm. Das wird sich bei mir nicht mehr ändern. So. Ich weiß aber auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin auch nicht mit besonders reichen Verhältnissen aufgewachsen, eher umgekehrt. Und wenn du alles schon hast, dann brauchst du es ist vielleicht schwerer, Ziele zu finden. Bei mir ist mein ganzes Leben geprägt von Ziel nach Ziel nach Ziel. Was ist so für dich das Wertvollste, das du ja quasi lernen durftest? Ich glaube, Menschen zuzuhören. Denn, weißt du, ich hab vor 2 Jahren so ein mal auf Twitter, ich bin ja auch auf allen Social Media Plattformen und so, und ich habe mit Twitter immer so ein bisschen meine Probleme. Ich lese das ganz gerne und bin da auch sehr drin, aber ich bin maßlos genervt davon, dass die alle da nur schreien. Und jeder, also ich habe damals so vor 2 Jahren mal versucht, für mich so ein kleines Mini-Projekt zu planen, was ich dann nie durchgeführt habe, dass das Fragezeichen wichtiger ist als das Ausrufezeichen. Und ich habe das Gefühl, bei Twitter benutzen sie immer nur das Ausrufezeichen. Und mir ist das Fragezeichen viel wichtiger. So, deswegen wollte ich auch Journalist werden und Fragen stellen. Also ich bin kein Investigativjournalist. Ne? Also es geht mir nicht darum, die ganze Wahrheit aufzudecken. Es geht mir darum, Personen kennenzulernen, zu verstehen und sie vielleicht der Öffentlichkeit irgendwie dann auch zu präsentieren oder Geschichten. Und das schaffst du nur durch Fragen und nicht durch Ausrufezeichen. Ja, Ausrufezeichen oder Punkte beenden ja den Horizont, ne? Und Fragen öffnen. Ja, da guck dir doch mal Twitter an, ey. Da gibt es ja auch viel schlaue Sachen und gute Sachen, die da gemacht werden. Aber es besteht in ganz vielen Punkten ja ausschließlich daraus. Und wenn du eine Frage stellst, kriegst du eine doofe Antwort. Aber keiner hat wirklich Interesse an deiner Meinung. Einige wollen eigentlich nur ihre eigene Meinung schreien. Und das ist auch gesellschaftlich ein sehr, sehr großes Problem. Die Gräben, die sich durch die ganze Gesellschaft durchziehen und die immer größer werden, liegen in meinen Augen genau daran. Was war so deine beste Frage, die du mal gestellt hast, wo du hinterher quasi erst gemerkt hast, dass sie richtig gut war, weil du es auch an der Art der Antwort oder der Reaktion gemerkt hast? Gab es so einen Moment, du hast ja auch so viele Interviews schon gemacht und... Ja, das ist eine undankbare Frage, das kann ich nicht sagen. Ich habe 1000 Interviews bei YouTube online. Das kriege ich nicht hin. Ich kann dir das aus dem direkten, kann in den letzten Monaten Arbeit erzählen. Da gibt es mal so einen Moment, aber das ist jetzt vielleicht nicht der eine prägende. Aber ich glaube, es ist schön, wenn du es schaffst, Künstler emotional an den Punkt zu kriegen. Ich werde mich immer daran erinnern, dass ich mal den Rapper PA Sports mal für so ein Hoods, das war so ein Format, wo ich Künstler quasi in ihre Stadt, in ihre Hood begleitet habe und haben sie ein bisschen erzählt. Und dann stand er irgendwann vor seinem Elternhaus und vor seinem Spielplatz und dann hat gesagt, hey, lass die Produktion mal kurz Pause machen, bitte. Weil ihm quasi so ein bisschen Film wieder in den Kopf gekommen ist, dass das der Ort ist, hier, das ist der Spielplatz, da habe ich jetzt kleiner Butsche. Heute sitze ich hier, hab Rap, dies, das, hab Probleme, Kämpfe, Beef, das. Und da komme ich aber eigentlich her. Und vor kurzem habe ich mit der Künstlerin Elif für U2 in so einem Format ein längeres Interview geführt und es war lustig, sie hat am Anfang im Vorgespräch gesagt, Nico, ich will, dass du mich herausforderst, ich will, dass du dass ein krasses Interview wird. Und sie war sehr, also in der Recherche mit dem Team habe ich festgestellt, da sind sehr viele Mauern aufgebaut in ihr, auch wenn sie der Meinung ist, sie hat gar keine Mauern. Und in dem Gespräch ist ihr dann bewusst geworden, dass da eine Mauer ist an einer Stelle, wo sie gar nicht gedacht hat, dass da eine ist, vor ihrer Persönlichkeit. Und dann sind sogar ein bisschen Tränen geflossen. Und das ist dann schon fast ein bisschen unangenehm, weil ich gemerkt, aber auch dann, ja, genau, okay, wir sind Challenge accepted, Challenge completed, but ist schon komisch, wenn du es hinkriegst, dass Leute so emotional getroffen werden. Ja, Wahnsinn, ne? Vor allen Dingen, in welchem
Arrangement das eigentlich dann ist, ne, und stattfindet. Aber es auch so, fordere mich nicht heraus. Ja, sei immer vorsichtig, was du dir wünschst, ne? Be ja, careful genau. What you wish for, because you might get it all. That's it. Was war so für dich der schwerste Moment im Leben oder die schwerste Phase im Leben? Und vor allem, wie hast du die für dich gerockt? Das ist natürlich eine sehr private Frage. Ich überlege gerade, ob ich sie dir beantworte. Weißt du, was ich, ich würde kurz vorher was sagen, vielleicht hilft dir das bei der Überlegung. Ich habe mal was ganz Krasses erlebt. Ich hatte nämlich genau so eine ähnliche Situation. Da habe ich überlegt, ob ich das sagen soll, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist oder woran ich denke. Und dann habe ich erstmal gedacht, nee, mache ich nicht. Dann habe ich es doch gemacht. Und als ich das erzählt habe, hat die Person, der ich das erzählt habe, was ganz Ähnliches erlebt. Und da habe ich gedacht, das ist krass. Keine Ahnung. Und da war eine Aussage, die mir geholfen hat. Ich weiß auch nicht. Also manchmal ist es so. Manchmal ist es, es gibt die richtigen Leute, denen man das erzählen darf oder sollte oder was auch immer. Keine Ahnung. Das Problem ist, du arbeitest hier gerade mit einem Typen, der genau das, was du da machst gerade oder versuchst, das ist mein Job. Das mache ich seit 20 Jahren. Leute dazu zu kriegen, dass sie Dinge sagen, die sie sonst nicht sagen würden. Und bei dem Thema, um das es mir, das wirklich dieser krasseste Moment war, das ist, persönlicher geht's nicht. Denn als meine, also ich habe meine Mutter begraben vor 5 Jahren. Nach einer 20 Jahre langen Krebskrankheit in verschiedensten Varianten. Und das ist der krasseste Moment in meinem Leben gewesen. Und das ist etwas, was ich logischerweise bis heute nie ganz verarbeitet, ist ja das falsche Wort, das sollst du gar nicht verarbeiten. Aber das ist das bis heute das logischerweise das prägendste Moment oder das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wahrscheinlich noch schlimmer, wenn man die Kinder zu Grabe trägt, aber es ist schon, da geht was weg. Aber, und das ist dann auch wieder, das bin dann auch wieder ich habe von ihr sehr viele Dinge mitgenommen. So. Und das sind so Kleinigkeiten wie, meine Mutter hat kein Geld, nie viel Geld gehabt, konnte nicht mit Geld umgehen. Ihr ganzes Leben lang und bis zum Ende. Und dann habe ich die Unterlagen durchgeguckt und dann habe ich mich natürlich um die Konten gekümmert, habe ich gesehen, da sind jeden Monat, weißt du, nach dem habe ich dann die Wohnung aufgeräumt und dann habe ich da gesehen, jeden Monat hat sie 10 Euro an Greenpeace gespendet. Und das war der Moment, in dem mir klar war, ja, okay, ich habe 5 Minuten später, habe ich auf mein Handy, ich habe mich draußen hingesetzt, erstmal habe ich wahrscheinlich wieder geheult, dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, meine monatliche Greenpeace-Spende einzusetzen. Und mittlerweile spende ich, glaube ich, für 10 Charity-Organisationen jeden Monat Geld. Und das mache ich nicht, weil ich mich reinwaschen will, gut stellen will, sondern weil meine Mutter mir beigebracht hat, es gibt wichtige Dinge. So. Gib deinem kleinen Promille dazu. Und das mache ich. Und genauso hat sie mir immer beigebracht. Und ich glaube, das ist dann der Anfang, den du beschrieben hast, dass das das so prägt. Sie hat immer eins gesagt. Und damit bin ich auch groß geworden. Wenn du Krebs hast, dann kommen alle Leute zu dir und sagen, oh, ist das schrecklich. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das weiß sie, dass es schrecklich ist. Das braucht keiner hören, der oder die. Ist scheißegal. Lass doch mal versuchen, das positiv zu belegen. Und ich glaube, das ist das, was wir am Anfang hatten. Das ist der Grund, warum ich heute noch, ich habe so ein Video mich und da fällt eine Klappe. Ja, lass uns jetzt nicht darüber nachdenken, was alles hätte und warum und ach, hätten wir doch einen Bullshit. Nein, lass nach vorne gucken. Think positive, stay positive. Und genau das habe ich von ihr mitgenommen. Und selbst da ist dann der härteste Moment trotzdem etwas, was mich bis heute bringt. Und deswegen, da bin ich auch im Reinen, ne? Das ist auch das Schöne. So, das ist alles gut. Mhm. Und vor allem holen die Phasen ja auch was raus, ne? Also wenn man in eine intensive Zeit zusammengeht, also eine intensive Phase auch zusammen erlebt. Also habt ihr ja wahrscheinlich auch in der Zeit, oder? Ihr viel Zeit zusammen verbracht? Habt ihr viel vielleicht über andere Themen auch gesprochen? Ein Credo gehabt in der Zeit? Ich habe meine Mutter 20 Jahre lang dabei begleitet, wie sie einen Krebs nach dem anderen. Dann hat sie einen besiegt, dann kam der nächste und dann hieß es, jetzt habe ich da welchen. Ja, was machst du da, ne? Da gibt es aber, wie gesagt, da, ja, okay, nach vorne gucken, weitermachen. Motivieren, positiv sein, unterstützen, so gut du kannst. Ich glaube, das ist auch etwas, was den Leuten heute fehlt. Sehr, sehr vielen Menschen fehlt das.
dieses krasse Ego-Fokussierung auf sich selber und darauf, dass es um einen rum ja alles so schlimm ist. Unzufrieden über den Job, unzufrieden über die Freundin, unzufrieden über Lockdown, unzufrieden über das Fernsehprogramm, unzufrieden über den Fußballverein. So, ich bin Fan von Werder Bremen, Mann. Ich könnte die ganze Zeit darüber meckern, wie scheiße die Fußball spielen, aber mache ich nicht. Weil ich weiß, ich habe das analysiert und ich weiß in der Situation, wir sind da, wir müssen jetzt durch. Wir machen das jetzt gemeinsam. So, da gibt es keinen Grund zu lamentieren. So, es gibt einen Grund, das zu verarbeiten. Das ist total wichtig. Das darfst du nicht falsch verstehen, ne? Aber sich mit negativen Dingen zu beschäftigen, frisst dich nur auf. Und es hilft dir bei nichts, außer dich selber und dein Mitleid und damit dein eigenes Ego noch mal mehr darin zu bestärken, dass es sich ja alles nur um dich dreht. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, so mit worüber die Leute immer meckern, über diese ganzen Ego-Sachen und den kompletten Weitblick verlieren, was so drumherum eigentlich noch da ist und wer vielleicht auch mal einfach ein bisschen Unterstützung und Liebe benötigt. Und sei es auch, wenn man es in materieller Hinsicht mal macht, dass man was anderes noch fördert. Jeder kann ein bisschen was geben oder halt immateriell gesehen einfach mal, hey, ich sehe, dir geht's gerade nicht gut. Kann ich dich irgendwie supporten? Kann ich dir irgendwie Gutes tun? Mit dem Lächeln, mit dem Gespräch, mit dem Ohr. Einfach mal zuhören. Das sind ja so Kleinigkeiten, die sind einfach eine riesen Wohltat schon. Ne? Ich arbeite ja auch mit vielen mit Agenturen zusammen und unter anderem, in verschiedensten Variationen, auch mit verschiedensten Mitarbeitern davon. Und was ich immer mache, egal mit wem, ich frage immer, wie es denen geht. Und es ist lustig, dass es manchmal zu Situationen kommt, wo dann so Sätze fallen wie, das hat mich ja noch keiner gefragt diese Woche. Du bist der Erste, der mich das fragt. Und ich denke mir so, ja, Gott, kann ich verstehen. Und das ist ja am Ende für mein Leben auch vielleicht total irrelevant, wie es dir jetzt geht. So, eigentlich ist es für mich vollkommen egal. Aber trotzdem ist es mir ein Anliegen, dir für diese Sekunde das Gefühl zu geben, dass es mich jetzt interessiert und dass ich mich jetzt gerne darüber austausche. So, es muss nicht mich weiter prägen an irgendeiner Stelle. Wenn du mir was erzählst und das mich mit in deine Welt reinnimmst, kann es sein, dass wir uns dann darüber beschäftigen. Und genau wie du es beschrieben hast. Du öffnest dich, sagst etwas, die andere Seite sagt dir auch was. Es gibt einen Dialog und man hilft sich. Aber manchmal hilft einfach nur dieses Gefühl zu sagen, ja, jetzt gerade, wir sitzen hier, ich möchte jetzt gerne wissen, wie es dir geht. Und wenn ich weiß, es geht dir gut, okay, dann können wir weitermachen. Absolut. Ja, ist krass, wenn die Leute dann fast gar nicht gefragt werden, ne? Wenn das schon außergewöhnlich ist, die Frage, wie geht's dir? Ja, das glaube ich aber heute leider viel zu oft. Weil, glaub mir, Alter, ich bin ja auch dankbar, dass ich mich mit bestimmten Mechanismen der heutigen Welt nicht auseinandersetzen musste. Aber da sind so viele Sachen, die, das ist alles so ego-getrieben heute. Und das ist nicht gesund. Nico, wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Ich gebe dir noch was Privates. Du weißt, ich rede nicht über mein Privatleben. Aber das zweite Private, das ich dir gebe, ich habe einen Hund in meinem Leben gehabt, der mich 17 Jahre begleitet hat. Und den mussten wir leider Anfang des Jahres oder ich glaube einen Tag nach meinem Geburtstag einschläfern. Weil es einfach nicht mehr ging. Und das weiß ich noch, nämlich so 2-3 Tage später joggen gewesen, bin im Wald und so. Und das Joggen, das benutze ich dann immer so ein bisschen, ich jogge eine lange Strecke, aber mache auch immer Pausen, ich setze mich auf eine Bank und dann lasse ich einfach mal kurz 20 Minuten, höre ich meinen Podcast und gucke mal ein bisschen in die Welt hinein und beruhige mich ein bisschen. Und da war halt eine Situation, da habe ich dann da gesessen auf einer dieser Bänke und auf einmal fließt das Bächen aus mir raus, weil ich halt merke, okay, krass, das ist nur ein kleiner Scheiß halt und trotzdem ist Familienmitglied und der ist jetzt nicht mehr da. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Weiß ich nicht. Ich glaube an Karma. Ich glaube daran, dass man alles, was man gibt, das kriegt man auch zurück. Auf welcher Ebene, das weiß ich nicht. Wir wüssten, was es vielleicht noch so gibt. Ne? Da bin ich dann aber auch wieder zu analytisch. So. Mir ist auch klar, dass wir nicht die Einzigen in diesem riesen Sonnensystem sind. Es gibt nur irgendeinen Grund, warum wir bisher mit keinem anderen Kontakt gehabt haben. Aber wahrscheinlich kommt irgendwann so, kennst du das aus Man in Black noch von früher? Das, wo sie am Ende rauszoomen, so, und am Ende sind da so zwei Aliens, die mit so zwei Murmeln spielen. Oh, und das da die Welt, ne? Oder beziehungsweise das Sonnensystem, das eine und das andere. Systeme und so und so. Das ist schon hart, ja. Ja, genau. Ja, ich musste gerade dran denken, als du es erzählt hast mit der Bank, habe ich gedacht, vielleicht hört er das. Vielleicht bekommt er das mit und hört das und denkt einfach, oh, wer weiß. Ich habe meiner Mutter am Ende ein Grab gemacht an einem Ort,
wo sonst keine hin durften. Und da steht so ein Baum. Das ist ein großer Baum. Eine kleine Bank habe ich mir genauso ausgesucht. Da besuche ich sie immer. Und ich glaube fest daran, dass warum kommt dieser kleine verdammte Vogel immer in der Sitzkunde und setzt sich dahin und quatscht oder so. So, irgendwas ist da. Du kannst mir halt nicht erzählen, wenn du dir die Welt anguckst. Und ich gucke gerade so dieses, wie heißt das, Planet Erde oder so, diese Doku-Reihe nochmal wieder, wo sie ganz viel von der Welt zeigen und dann sehen sie, zeigen sie fleischfressende Pflanzen oder Bäume, die mit Bakterien, Ameisen angreifen und daraus dann so Pilze gedeihen. Dicker, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass da nicht irgendwie, das denkt sich doch keiner aus. Da gibt es irgendeinen Grund dahinter. Nur den wissen wir nicht. So. Den, ja, und wir wissen noch gar nichts. Und so analytisch wir auch sein können, stellen wir jetzt auch Dinge fest. Es gibt eine sehr geile Doku. The Last Year That Changed Earth oder so, meine ich, heißt die. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, eine 50-minütige Doku, die quasi zeigt, was für Konsequenzen die ganze Pandemie hatte auf die Natur. Das heißt, in Marokko zum Beispiel, die Wasserqualität mangelhaft, jetzt sehr gut. In Indien, an manchen Stellen, kannst du jetzt den Himalaya richtig sehen, wo man 30 Jahre nur Smog gesehen hat. Oder Geparden können jetzt auf einmal kommunizieren mit ihren Jungen, weil die ja, wenn die die Beute jagen, 500, 600 Meter weit weg sind. Jetzt müssen die Jungen ja rufen, weil die können die Antilope ja nicht jetzt dahin schleppen. Also, weil in der Zeit brechen die zusammen und dann würden Schakale und Löwen sich einfach das alles schnappen und sagen, ach ja, cool, Beute, frei Haus sozusagen. Also machen die einen Ruf zu den Jungen. Ja, und normalerweise, wenn die ganzen Safari-Jeeps da sind, müssen die so oft den Ruf machen, dass dann die Geier sehen, wo sind die Jungen und fressen einfach die Gepardenjungen. Also das musst du dir mal vorstellen, was das ja bedeutet, was, wie wir einwirken, was passiert. Und dahinter muss es einfach mehr geben. Da muss es ja irgendeinen Plan, Gesetzmäßigkeiten geben, irgendwas Unfassbares. Und dann darüber hinaus, hey, also vielleicht, ich hoffe, ne, mit dem Vogel, was du gerade erzählt hast, der sich dann da hinsetzt und dann jedes Mal auch kommt, wenn du gerade da bist, hey, ist das Zufall, Schicksal, Karma, was ist es? Und eventuell kriegen die Personen das in irgendeiner anderen Art und Weise mit. Ne? Ich glaube, du darfst ja auch an einer Stelle immer noch, bis zu einem bestimmten Punkt kannst du es ja analytisch nachformen. Und dann kommt ja der Moment, glaubst du oder glaubst du nicht? Und an dem sind wir sehr oft in dieser Welt auch heutzutage. Und dann sind wir wieder mal an meinem Punkt, das Glas ist halb leer oder halb voll. Auf jeden Fall. Und vor allem, genau, was für eine Bedeutung zollst du dem bei? Und was für eine Message hat das für dich? Und das ist ja das alles Entscheidende am Ende. Genau. Bis bei der vorletzten Frage, ein Gegenstand. Oh, wow. Nehmen wir jetzt mal an, dein Haus, deine Wohnung, wo auch immer du lebst, würde jetzt brennen. So, alle Lebewesen sind gerettet, deine Liebsten sind gerettet, Pflanzen sind gerettet, Haustiere sind gerettet, Hausspinnen, alles, was da sein könnte noch, gerade in dem Moment, sind gerettet. Und du kannst auf dem Weg nach draußen einen Gegenstand mitnehmen. Welchen würdest du mitnehmen? Es geht dann ja um rein materielle Dinge, ne? An dem du vielleicht einen ganz großen immateriellen Wert beisteuerst. Ja, aber Handy oder Smartphone ist ja schon fast ein Organ von uns. Also es ist schon, gehört ja, das habe ich wahrscheinlich in der Tasche, das zählt. Wollte ich gerade sagen. Ist ja schon nahezu angewachsen. Gibt es vielleicht auch noch eine CD, die du retten würdest? Eine LP vielleicht? Fotos. Ich glaube, es sind Fotos. Und ich komme ja dann noch aus einer Zeit, wo es auch noch viel Analogfotos gibt, plus, dass ich natürlich auch familiär viel Archive da noch rumliegen habe, die ich noch nie angefasst habe. Aber ich glaube, das muss man retten. Allein, um den nächsten Generationen vielleicht auch zeigen zu können, was vorher passiert ist. Ich bin ja ein sehr digitaler Mensch und ich habe alles in Clouds gespeichert, was ich in Cloud speichern kann. Aber manches halt noch nicht. Würdest du das noch machen oder gehst du das Risiko ein, dass du zur Not diese eine Kiste oder diese Riesenschatulle oder was auch immer mitschleppst? Wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich in meinem Leben schon damit verbracht habe, Dinge zu digitalisieren, dann kommt es auf die paar Kisten Fotos nicht mehr an. Ich habe nur keine Zeit leider, das ist mein Problem. Mittlerweile müsste ich so Services einfach beauftragen. Ich schicke denen das hin, komm, scan bitte die Fotos ein, ich zahle auch. Da draußen, wenn irgendjemand bereit ist, für mich Fotos einzuscannen, holla at me. Holla. Ja, genau. Wenn du jetzt wüsstest, und jetzt haben wir schon viel über das Leben, über den Tod, über mögliche andere Welten gesprochen. Wenn du wüsstest, dass du genau in einem Jahr stirbst, würdest du etwas an deinem Leben verändern? Wenn ja, was genau?
Lässt du die Pausen eigentlich drin? Ja. Spannend. Ja, ich würde das ist schon eine schwierige Frage, aber... Ich finde so, wenn da so ein Prozess ist jetzt und du ja auch nachdenkst, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Aber da bin ich wieder, selbst da bin ich wieder recht analytisch. Guck mal, ich würde als erstes mal durchchecken, okay, ein Jahr habe ich noch. Wie viel Geld, wie weit komme ich damit? Okay, cool. Dann nur noch Privatleben. Freunde, Familie, irgendwas. Alles nur noch das, glaube ich. Chillen. Dann eher Richtung genießen können, so gut es geht. Ja. Für das Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du diese Hammer-Diagnosen und so und dann so zack, alles klar, lass einpacken, ich mache eine Weltreise, bin ich voll dabei. Will ich sofort machen. Wenn das dann dazu führt, dass du irgendwann, wenn du nicht mehr kannst, an irgendeinem Strand umkippst oder einschläfst oder so, ist auf jeden Fall schöner als in Schläuchen verpackt in einem winterverregneten Hamburger Krankenhaus oder so. Ja, was so eine bewusste Deadline quasi oder Ziellinie ausmacht, ne? Ja, ich habe auch, sagen wir so, ich und diese Definition von Tod und Ende, von dem wir sind noch nicht so im Reinen miteinander. Ich habe mit 40 so das erste Mal einen Moment gehabt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, scheiße, das ist jetzt eventuell die Halbzeit, Leute. Da müssen wir nochmal drüber verhandeln. Wie viel Zeit habe ich dann noch und so. Und das darf man nicht vergessen. Das gilt auch wieder für Zwischenmenschliche. Ne? So, ich kann Menschen nicht verstehen, die aufgrund ihres eigenen Egos und ja, es gibt immer einen, der Scheiße baut und dann gibt es auch, da muss man auch was machen. Aber keine Ahnung, Familien sich nicht voneinander, sich nicht melden oder man keinen Kontakt zu Eltern oder Kindern hat, weil irgendwann was passiert ist, was jemand kacke fand. Und selbst wenn ich damit eine klare Grenze überschritten habe, ist es trotzdem ein Zeichen von Größe, dafür zu sorgen, dass du nicht irgendwann bereust, ach, hätte ich doch. Ja, das ist Wahnsinn. Also diese Bewusstwerdung, die ist ja ganz entscheidend für viele Prozesse im Leben. Und du kannst, ich hatte das mal auf einem Seminar gemacht, du hast so ein Meta-Maßband, kennst du die von Ikea, diese Papierdinger da, diese Meta, ja hier, Maßbänder von Ikea, also ein Meter. Ja, klar. Und dann kannst du einfach mal sagen, okay, durchschnittliche Lebenserwartung, sagen wir mal 80, machst du bis 80 Zentimeter, ne, zack. Und dann reißt du noch das ab, was du schon an Lebensjahre hinter dir hast. Und dann hast du noch den Schnipsel Papier in der Hand, den du quasi noch wahrscheinlich vor dir hast. Und das zeigt dir dann nochmal so, hey, wie viel Zeit hast du eigentlich? Auf gar keinen Fall, Alter. Das macht ja noch mehr Panik. So, guck mal, einer der Motoren am Anfang unseres Gesprächs, dass ich so viel machen kann, ist ja, dass ich frei bin. Mhm. Ne? Ich merke aber, dass diese 24 Stunden des Tages irgendwie nicht genug sind. Mhm. Ich will mehr machen. Ich bin noch nicht angekommen. Ich habe Ziele, ich will weiterkommen. Und wenn du mir dann auf dieser Teilmaxe noch erzählst, übrigens, und das ist nur noch das Stück, kennst du diesen Film, wo sie ihre Restlebenszeit so als Guthaben auf dem Armgelenk haben? Zu Justin Timberlake, glaube ich, ein Film. Ja, genau. Bro, ich würde, alter Schwede, das, boah. In Time oder so heißt der, ne? Ist das ja, nicht in Time. Eigentlich ist der ganz schön cheesy und trotzdem ist der ganz schön krass. So. Ja, ja. Wo sie aber immer wieder ein bisschen Zeit dazu bekommen oder so, wenn sie irgendwas machen. Irgendwie so war das, ne? Und am Ende so siehst du die letzten Sekunden. Das ist schon heavy. So. Ja, das ist so. Ja, vor allem ist auch immer die Frage, worauf fokussierst du dich? Ne? Wenn du dann wirklich denkst, ey, 80 ist jetzt Deadline, wieso nicht bei 100? Wieso nicht bei 120 oder bei 150? Ne? Das kann auch gut sein. ja, das war deine letzte Frage gewesen. Jetzt darfst du mir eine Konterfrage stellen und ein oder zwei Personen nominieren, wenn du magst. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du von Menschen tief Persönliches mitgeteilt bekommst? Im Podcast ist es für mich ein bisschen schwieriger, weil ich würde gerne so in so einen Coaching-Prozess reingehen oder in die Begleitung einfach. Also ich nenne es jetzt Coaching-Prozess, weil ich mache das einfach liebend gerne. Es ist so ein absolutes, meine absolute Berufung, Menschen dabei zu begleiten bei herausfordernden Situationen. Und das ist etwas, was ich im Podcast so ein Stück weit dann ja beiseite schieben muss oder darf, auch mit dem, was du schon erzählt hast. Und da hätte ich zwei, drei andere Sachen noch gerne gefragt, die dann aber auch tatsächlich für mich auch in dem Podcast hier zu persönlich wären,
werden, weil ich nicht weiß, wie du dann darauf reagieren würdest. Und wenn ich das nicht abschätzen kann mit dem, was ich frage, dann lasse ich es einfach. Und das ist so ein, das fällt mir dann schwer in dem Moment, weil ich finde, das ist so großartig, dieses Vertrauen erleben zu dürfen, dass du das zum Beispiel einfach erzählt hast. Du hättest es auch einfach gar nicht erzählen können. Du hättest es auch gar nicht mit deinem Hund erzählen müssen. Das hättest du auch einfach weglassen können. Und ich finde, das ist so eine Ehre, sowas zu hören. Also für mich ist das etwas, was mich sehr, sehr dankbar werden lässt in dem Moment. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Mhm. Darf ich? Mhm, klar, gerne. Hast du mal eine Frage bereut? In diesem Podcast, weil es zu persönlich geworden ist und du gemerkt hast, okay, das ist vielleicht nichts, was ich hätte herausfinden sollen, dass ich das irgendwie im Podcast an der Öffentlichkeit mitteile? Nein, das hatte ich nicht. Ich habe mich nur gewundert und das war ein Podcast mit Carsten Ariens, der war mal ehemaliger Tennis-Bundestrainer und ich fragte ihn die Frage halt, das schwierigste Erlebnis oder das schlimmste Phase. Und da erzählte er mir von der Totgeburt seines Kindes und das hat mich, also wie er das erzählt hat und er hat auch geweint in dem Podcast und ich saß mit ihm hier bei mir im Büro und ich weiß, also als er das so erzählt hat, ich fand das so krass und ich fand das so berührend, also wie er das auch erzählt hat und was er für eine Botschaft hinterher hatte und dann war der Punkt, als dann die Botschaft rauskam, was das mit ihm gemacht hat, persönlich, hat er gesagt, und wie ich das überstanden habe, das möchte ich dir jetzt gerne verraten. Und dann, ja, habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Und am Ende des Podcasts haben wir darüber gesprochen, ob wir das jetzt veröffentlichen dürfen oder nicht, weil das so persönlich war. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne meine Frau erstmal fragen. Und dann habe ich die Podcast-Folge halt geschnitten, ihm geschickt. Und dann hat er gesagt, meine Frau möchte gerne, dass wir es veröffentlichen, weil vielleicht viele Menschen das auch erlebt haben und sich nicht getraut haben, darüber zu sprechen. Und in dem Moment, wie jetzt zum Beispiel, kommt gerade mein Sohn hier rein, ne? Und ich habe sowas fast Ähnliches bei seiner Geburt erlebt, mit meiner Frau, als er das erzählt hat. Aber ich war in der glücklichen Situation, das nicht anders zu erleben. Aber ich weiß zumindest, wie es ist, ein paar Stunden zu denken, dass das so sein könnte. Da merkt man auch in solchen Situationen wieder, wie relativ vieles anderes ist. Für mich gab es nur das eine und das, keine Ahnung, und durch das Erlebnis bin ich ein besserer Mensch geworden, ein besserer Coach auch geworden, weil ich halt Dinge erleben durfte, musste in dem Fall, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt mehr als ich verkraften kann. Ich kann so vielen Menschen helfen, aber in dem Moment kann ich das nicht tun. Also in dem Moment konnte ich nicht den Wichtigsten helfen. Und ja, und als der Carsten Ariens das erzählt hat, habe ich gesagt, Carsten, ich danke dir so sehr, weil dieser Podcast sicherlich Menschen eine Unterstützung bieten wird, weil sie vielleicht auch sowas erlebt haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen und vielleicht auch niemals darüber reden würden. Und du tust es hier. Und als die Frage dann kam, hey, wann hast du das letzte Mal geweint? Dann hat er gesagt, ja, im Endeffekt hier in dem Podcast. Dann, das war krass. Und er ist ein Mensch, der gar nicht in die Öffentlichkeit geht, ne? Der das gar nicht will, der auch alles, der hat eigentlich überlegt, wie er mir absagt. Aber er kannte mich halt vorher und meinte, hey, ich habe eine Stunde überlegt, wie ich dir absage. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich komm vorbei, ich mach das mit dir. Der hat normalerweise so Kicker und allem, also so offiziellen Zeitschriften immer abgesagt grundsätzlich, weil die das nicht mochte. Aber er wollte einfach für den Podcast, irgendwie hat er gespürt, dass er es gerne machen möchte. Und die Folge ist auch sehr, sehr gut angekommen. Also ja, es ist schon interessant, dass die Leute auch schon Interesse daran haben und man für sich selber aber erstmal auch den Punkt finden muss, an dem man bereit ist, genau das zu teilen. Ja, absolut. Oder auch generell sich einfach mal zu öffnen und vielleicht auch in Coaching reinzugehen und zu gucken, was für manche Sachen, die einfach passieren, sind scheiße. Ja, die sind einfach kacke. So, aber trotz allem gibt es ja immer Sachen, die daraus entstehen, trotz allem. Also irgendwas passiert ja dann. Ist bei mir genauso gewesen. Und ja, und deswegen, also es gab bis jetzt noch nicht den Fall, dass ich gesagt habe, oh, blöd, dass ich das gefragt habe. Ich weiß nur eins, ich bereite mich halt auf die Gespräche gut vor, wie zum Beispiel jetzt auch auf dieses hier, dass ich mich dann mit dir vorher beschäftige. Das ist mir wichtig, einfach aus Respekt wegen her. Und dann vertraue ich auf mein Herz, dass mich das schon richtig leitet hier durch das Gespräch und dass ich
dann nur das Richtige sage. Und wenn ich merke, das ist eine Grenze, dann gehe ich auch nicht weiter. Also ich habe zum Beispiel, kann ich dir sagen, bei der Frage, ich hätte noch gerne noch ein paar Fragen mehr gestellt bei dir, habe es aber nicht getan, weil einfach ich habe gemerkt, das darf ich nicht. Also keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Es ist so ein Gefühl in mir, das ist sofort da. Ich wüsste aber, wenn wir zum Beispiel jetzt keinen Podcast hätten, also wenn das jetzt nicht in dem Podcast wäre, dann wäre das anders. Irgendwie, keine Ahnung, ich kann es dir nicht beschreiben. Ja, aber ich kann dir klare Antwort darauf geben. Ich glaube, dafür bin ich Profi genug. Ja. Ich weiß ja ganz genau, was ich sage, wo, wie, weil ich seit 20 Jahren, keine Ahnung, 2000 Veröffentlichungen gemacht habe in meinem Leben. Und ich weiß ganz genau, was ich wo, wie sage und warum ich es sage und wann ich es nicht sage. Und dazu habe ich auch zu viel Kontrolle darüber. Und wenn ich dir hier eine Kleinigkeit erzählt habe oder vielleicht irgendwas Großes aus meinem Leben, dann bewusst, aber ich hätte dir auch keine andere Frage beantwortet, weil ich dann wieder diese Tür auch ganz schnell wieder zumachen kann. Und das ist, glaube ich, aber etwas, was ich über die Jahre gelernt habe. Mhm. So einfach auch aus dem Business, in dem ich bin. Ich hoffe, ich konnte deine Frage hinreichend beantworten. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist auch spannend. Ich glaube, die grundsätzlich ist diese Idee hinter dem auch ganz gut, weil es auch, wie du schon sagst, wenn es Leuten hilft, dann ist es auch schön. So. Ich höre ja auch Podcasts, die jetzt vielleicht nicht so emotional oder wie würde man sagen, so schon so beladen sind mit einer gewissen Schwere. Aber ich höre halt ganz gerne einfach Menschen dabei zu, wenn ich sie als Persönlichkeiten dadurch mehr kennenlerne. Mhm. Und so wähle ich immer meine Podcasts aus. Und auch das bringt mich jedes Mal irgendwas mehr bei. Man muss neugierig sein, in welchem Ebene immer. Ja, du darfst noch Menschen nominieren. Menschen des öffentlichen Lebens. Wo du sagst, könnte gut passen, würdest du gerne hören, was die antworten auf diese Fragen? Lustig, dass ich genieße diese Woche noch Frühstück mit ihm. Ich nominiere mal Johannes Strate von Revolverheld. Hm, sehr, sehr gerne. Hättest du jetzt mit einem Rapper gerechnet, ne? Nee, ich hab mir schon gedacht, bei der Einleitung, die ich jetzt hier so losgetreten habe, ne, habe ich so gedacht, also so vielseitig, wie du unterwegs bist, ich rechne mit allem einfach. Ja. Sehr interessant, cool. Ja, ich hoffe, der Johannes hat da Bock drauf. Und fragen wir ihn mal. Genau, kannst ihn ja mal fragen. Und wie fandest du den Dialog ohne Masken? Wie war es für dich? Ja, hat Spaß gemacht. Schön. Ehrlicherweise ist es ja, man merkt dir deine Passion in all dem, was du hier machst, sehr gut an und dann macht es auch Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ach, cool. Cool. Ja, man weiß ja nie, wie man selber so wirkt, ne? Und danke. Wenn es irgendjemandem irgendwas gebracht hat, dann ist es doch auch eine schöne zusätzliche Botschaft. Na mal, definitiv. Also, dich intensiver kennenlernen zu dürfen, ist auf jeden Fall eine Ehre wert. Es war mir ebenso eine Freude. Mein Lieber, danke für deine Lebenszeit und du kannst mir ja gerne mal zurückmelden, was der liebe Johannes gesagt hat zur Nominierung. Mache ich, erzähle ich ihm am Donnerstag. Sehr, sehr also, cool. Danke. Hab einen schönen Abend und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.